Für 10 Millionen Euro kaufte jetzt Paul Schockemühle den Rappen. Dann hieß es dann plötzlich 144 Röntgenbilder. Da wollte man entweder ganz auf Nummer sicher gehen oder man hat irgendwo schon etwas gerochen und hat nachgeröntgt, um zu fragen, heldet oder heldet nicht? Kein Pferd ist perfekt. Ich war mehr an der Zucht interessiert, der ist Hengst, da gibt es Refinanzierungsmöglichkeiten. So ein Pferd einmal zu besitzen, das wäre doch was.